So, hallo, hier ist euer Tom Zimmer und heute habe ich mir gedacht, komm, wir spielen mal die Demo von The Undergarden. Ja, ich wollte mal ein lustiges anderes Spiel spielen, außer immer noch Schlachten, Schlachten, Mörder, Blut und Splatter. Da habe ich mir gedacht, nehmen wir dieses friedvolle Spiel und gucken, wie es ist. Und ja, es ist ja schon mal wirklich relaxende Musik im Background. Und mal gucken, ob das Spiel auch ganz lustig wird. Ich habe mal so ein paar Trailer angeguckt, es sah ganz cool aus, ne? Es sah ganz cool aus. Und wir sehen ein niedliches kleines Viech. Es ist echt niedlich. Süß. Ach, es ist nicht mal schön. Nicht immer nur Schlachten, 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 sondern auch was Friedliches, Ruhiges. Wo der Geist zur Ruhe kommt. Darf ich schon laufen? Was machen wir? Was machen wir? Ich weiß es nicht. Wow. Das ist ja crazy. Oh, es freut sich sogar. Guckt sich das an. Was müssen wir überhaupt machen? Ich weiß es nicht. Ja, ja. Press Warp. Okay. Ach, Leertaste ist Warp. Okay, dann mal gucken, was uns jetzt erwartet. Grafik sieht ja schon mal eigentlich wirklich gut aus. Ich meine, wenn das Spiel jetzt irgendwie lustig wird, dann kaufe ich mir das mal. Und mache davon natürlich ein Let's Play. Das ist ganz klar. Wow, die sagen voll die. Wow. So much colors and glow effect und. Wow. Was muss ich machen? Ich muss so komische, lustige Dinge einsammeln. Okay. Ich stell grad fest, es braucht ganz schön Leistung. Hold Boost. Was? Wow, jetzt hast du auf den Kopf gekriegt, das arme Tier. Was ist denn Boost? Nee, das ist. Okay, ja, es ist. Ich muss mich noch an die Steuerung gewöhnen. Plants around fruit trees grow fruit. Aha. Ach, macht das nicht Spaß. Kann es sein, dass ich Zeug wachsen lassen muss? Kann das sein? Ja, ich glaube, das ist das Ziel. Yay! Es ist nicht zu, so schön viele Farben. So wunderschön friedlich dieses Spiel. Und ein niedliches kleines Viech. Jetzt ist nur die Frage, was. Stopp, wir können doch einfach mal in der Help-Option gucken. Controls. Okay, das ist Warp. Crab. Okay. Anscheinend kann ich es irgendwie nicht gerade greifen. Ach so. Oder auch nicht. Ach jetzt. Ich habe es gerade irgendwie nicht verstanden, aber es passt schon. Yay. Och man, wollen mich jetzt verarschen. Controls. Crab, okay. Irgendwie verstehe ich es gerade nicht. Ach so. Oder auch nicht. Nee. Ja, wie müssen wir das machen? Achso, okay, ich habe verstanden. Das ist ja. Das ist ja sehr komplex gemacht, du. Also ein wirklich irgendwie lustiges Spiel. Ich glaube, das werde ich mir mal wirklich als Vollversion holen. Ja, hallo. Ja, ich mache hier schon die ganze Zeit so lustige Sachen. Was passiert hier? Nein!
Hey, ich verstehe es gerade irgendwie nicht, ne? Och man, das ist komisch. Ach, I understand. Ich bin bescheuert. Cool, wir können die ja crabben. Ja, das ist echt mal ein lustiges Spiel. Boah, es fühlt sich schwer für das arme kleine Viech. Yay. Aber oh, ich habe mein erstes Rätsel gelesen. Ich finde es so super. Also ganz ehrlich, wer das Spiel designt hat, der hat es echt drauf gehabt. Also das ist wirklich cool. Nein, es ist keine Verarsche, das Spiel ist wirklich cool. Yay. Oh, wir treffen einen unserer Artgenossen. Und er macht Musik. Ist das nicht toll? Boah, Alter, das ist doch voll flashig hier. Das ist doch voll, als ob der Design auf Drogen gewesen wäre. Aber lustig. Was Friedliches, was Fröhliches. Etwas für Kinder. Etwas, was glücklich macht. Zieh's runter. Ist das lustig? Na, ziehst du das auch noch? Langsam habe ich das Spiel echt drauf, ne? Yay! Oh, das finde ich lustig. Das freut sich die ganze Zeit. Ist das nicht mal happy im Gegensatz zu diesen anderen bösen Ballerspielen? Oder zu brutalen Spielen wie Manhunt oder Splatterhouse oder. Oh, ich will aber nicht wieder weg. Die Demo soll nicht enden. Die Demo soll nicht enden. Weh, die Demo endet jetzt. Habt ihr ein Glück gehabt? Ob ich den Sinn noch nicht richtig verstanden habe, aber das macht ihr, glaube ich, erstmal nicht. Wow! Boah, große Batzenkugeln. Ist ja crazy. Yay! Also kann ich damit wohl behaupten, das Spiel hat eine richtig coole Physik-Engine. Yay! Und das Viech, das freut sich die ganze Zeit. Ich bin so voll auf LSD oder so, aber es ist irgendwie lustig. Yay! Ja, wir schubsen unsere eigenen Artgenossen runter und freuen uns, dass hier überall alles blüht. Süß! Jetzt nur die Frage. Kann man das abmachen hier? Wie es läuft. Ach so, wir brauchen wir gar nicht machen. Wir müssen hier runter, okay? Was das? Jetzt ist echt die Frage, was ist das? Wow, ist ja voll crazy fresh. Ah, okay. Los, kleines Männchen, wir laufen damit los. Wir freuen uns. Yay! Ist es nicht lustig, das Spiel? Ich weiß, ihr findet es auch lustig. Ich finde es auch lustig. Also ich finde es auch lustig. Wie sieht das Vieh voll? Also das Spiel macht echt coole, gute Laune. Und für einen Preis für 9 Euro, ne? Kann nichts verkehrt machen. So, dann holen wir nochmal. Nein, hoch. Viech. Bleib so. Fein läufst du, fein. Ja, bist du feiner. Na, das brauche ich auch noch.
So. Und dann holen wir halt mal ein paar mehr. Los, Viech. Du schaffst das. Ja, es ist schwer, aber das muss sein. Ja, genau. Ist voll Speed drauf hier. So. Ich glaube, ich hätte schon beim ersten Mal gereicht. Ich hätte gar nicht mehr die zwei holen müssen. Ist das nicht awesome, wie das alles wächst? Und ich bin bestimmt irgend so ein Waldgott oder so. Keine Ahnung, was weiß ich. Oh, ist das nicht Flash? Ach, da muss ich hier nicht. Ich muss die Special Flower finden. Ach, unsere Mates machen hier. Yay! Wow. Damn. Ach, so ein friedliches Spiel habe ich selten erlebt. Es macht innere Ruhe und befreit den Geist. Ja, ja. Glaub mir noch einmal, was ich sage. Yay. Das sind schon wieder unsere Mates hier. Oder wir können es auch so sagen, wir beglücken die Pflanzen hier und lassen ihren Samen sprießen sozusagen, ja. Also es ist ein voll sexuelles Spiel, ja. Ist doch gar nicht so harmlos, wie wir einst dachten. Ist in Wirklichkeit ein höchst sexuelles Spiel. Ah, die Pflanzen kriegen wahrscheinlich gerade einen Orgasmus, deswegen gehen die so hoch. Okay, das ist jetzt krank. Nein, wir machen so ein Spiel nicht so schön runter. Das Spiel ist jetzt einfach zu schade. Yay, es freut sich. Ja, es ist kein Wunder, dass es sich freut, wenn die ganze Zeit Sex hat. Da wollte ich mich, glaube ich, auch freuen. So, ja, na, da hoch, fein. Das ist so die Frage. So, dann nehmen wir